So, hallo an alle zur nächsten Folge von, ich wollte schon wieder Sparks Challenge sagen, aber nein, das haben wir ausnahmsweise abgehakt. Wir sind hier gewohnt im ruhigen, vor allen Dingen wirklich im ruhigen Let's Play mal wieder. Mir ist aufgefallen, ich bin mittlerweile der Einzige, der noch ein normales Let's Play macht. Kann das sein? Ich meine, Gronkh hat aufgehört. Und wir hatten sonst noch ein normales Singleplayer-Let's gemacht. Keiner macht Singleplayer-Let's Play. Ich bin mittlerweile hier der Einzige hier, der noch Singleplayer-Let's Play macht. Spread the world. Spark is going back to the roots. So, nebenbei, also Spark geht zurück zu den Wurzeln. Ja, ich bin wohl dann hier an der Stelle irgendwie alleine, falls es irgendwie sein kann. Der Einzige, der noch Singleplayer macht. Und ich hoffe auch mal in einer angenehmen Qualität noch. Und es ist sehenswert und man kann es sich antun, ohne gleich bei 3 um die Ecke zu rennen und zu schreien. Nein! Meine Augen! Augenkrebs! Was tut er da? Ich denk's doch mal. Ich habe ja mittlerweile schon einiges an Erfahrung. Ihr seht ja die Folgenzahl. Ja, das sind alles. Keine Folge ist irgendwie dazu gemogelt oder sonst irgendwas. Die sind alle Original-Parts. Ich kann überlegen, wie ich das hier mache. Alle original so entstanden. Mit der Zeit, über Jahre teilweise. Nach einer gewissen Pause, wie ihr es sehen könnt. Und wundert euch nicht bei dem Titel zum Beispiel. Ich finde es äußerst langweilig, in den Titel zu schreiben. Let's Play Minecraft, Folge so und so, German HD, irgendwas, tralala. Man weiß da, worum es hier gerade geht, denke ich mal. Gerade so lassen, ich versuche irgendwas kreativ zu machen, nur irgendwie scheitert's. Hier ist auch noch eine Dirt-Treppe. Ups. Kann weg mittlerweile, brauche ich nicht mehr. Habe ich mich schon hochgebohrt hier für das Bogentor und alles. Ja. In der letzten Folge gab es ein Thema, da waren wir irgendwie stehen geblieben bei der Geschichte. Was überhaupt hier so abgeht, was passiert ist auf YouTube allgemein. Dass hinter den meisten Kanälen eigentlich auch schon mehrere Personen stecken. Da manchmal halt nicht, klar, das weiß man, da steckt ja nur die eine Person. Es kann viel Arbeit sein, die man hier so bekommt durch Videos und ähnliches. Es kann wenig Arbeit sein. Ich glaube, ich habe hier so ein Mittelmaß an Arbeit. Ich mache so ein Video am Tag, ich bin auch nur eine Person. Muss ich nebenbei erwähnen, weil manchmal weiß man das gar nicht. Es gibt Kanäle, die sind so vollgestopft, sehen klein aus, steckt aber viel Arbeit dahinter. Man sieht es teilweise eine Professionalität, da steckt ein Budget dahinter, steht ein Produktionsteam dahinter. Ja, es ändert sich alles in Richtung, aber das war schon ein Thema in der letzten Folge, wer da genauer nochmal Bescheid wissen will, was ich so gemeint habe, kann gerne mal reinschauen. Es ist halt so die aktuelle Situation. Ich weiß nicht, ich stecke jetzt vielleicht ein bisschen mehr drin, weil ich davon selbst betroffen bin, also von YouTube an sich, im Sinne von, dass es ein etwas größerer Kanal ist und ab und zu mal so hinter die Kulissen gucken kann, was da so abgeht. Dam, dam, dam. Ja, wir sind auf jeden Fall zum Schluss gekommen. In der letzten Folge noch, wo wir gleich anhaken können, dass es eigentlich was Positives ist, dass sich das gegenseitig fast schon wieder qualitativ irgendwie erhöht, aber irgendwann zu einer Grenze stoßen wird, wo wir zwischen YouTube und Fernsehen nicht mehr unterscheiden können. Ganz einfach, weil Fernsehen genau das ist, was über lange Zeit versucht wird, oder wo über lange Zeit versucht wird, Gewinn rauszuschlagen und wo deshalb gewisse Inhalte entstehen, die halt, als Unterhaltungsformat unterhalten sollen, aber wo kein großer Sinn dahinter steht. Ich meine, ich kann zum Beispiel selbst kaum Fernsehen gucken, weil eben nichts Sinnvolles kommt. Was bringt es da zu gucken? Es ist mies. Das Einzige, wo ich noch als Unterhaltungsformat sagen könnte, das kannst du dir angucken, sind im Fernsehen, glaube ich, gar nichts mehr. Ich kenne im Fernsehen effektiv nichts. Solche Serien, ich weiß nicht, sind das Serien, solche Shows, ist ja eine Show. Dschungelcamp oder Supertalent oder ähnliches. Willst gar nicht wissen, was da abgeht. Ihr müsst euch mal so vorstellen, ihr seht hier immer nur eine Perspektive dann, zum Beispiel aus dem Dschungelcamp. Ich weiß nicht, ich hab's denn gesehen. Ich weiß nur, dass im letzten irgendein Wendler oder so dabei war. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wer sonst noch dabei war, was passiert ist. Irgendwie hieß es dann, nach 2 Wochen war es vorbei. Ich hab gedacht, es geht irgendwie länger oder so.
Zum Glück ist vorbei, zum Glück sehe ich keine Nachrichten mehr darüber. Ihr müsst euch mal so vorstellen, ihr seht immer nur eine Perspektive, wo die Leute halt gefilmt werden, die da drin sind. Und jetzt passt mal auf, was würde denn passieren? Was sehen denn die Leute, die dann da drin sind? Das ist doch nicht so, dass das wirklich effektiv so hart im Dschungel ist. Ich könnte wetten, das ist ein Studio. Aber was sehen denn die Leute, die sich darin befinden, wenn die mal in Richtung der Kameras gucken? Und vor allem, wenn da, keine Ahnung, wenn die irgendwie durch den Dschungel laufen, ist das doch nicht so, als ob das der tiefste Dschungel wäre. Was machen denn die Kameraleute? Die machen genau denselben Scheiß. Nur halt mit einer Kamera nach oben drauf. Die haben ja noch den härteren Job. Ist ja genauso wie Bear Grylls, der durch die Welt in Wildnis latscht ohne alles. Ein Kameramann macht denselben Job, der muss man auch eine Kamera tragen. Bin echt mal gespannt, was solche Dschungelcamp-Teilnehmer oder ähnliches sehen, wenn sie mal einfach so, wenn man den Blick aus ihrer Richtung sehen könnte. Was, da stehen hier bestimmt massig Kameratürme. Wenn es wirklich Dschungel ist, halt Container, wo, ich meine, das Kamerateam und Produktionsteam, das pennt ja nicht im Dschungel. Meinst du, die haben da Hängematten aufgestellt oder was? Was mit den ganzen Moskitos? Die müssen das ganze Gebiet mit so einem riesen Netz umspannt haben. Das ist auch schon wieder... egal, da soll es eigentlich auch schon wieder gar nicht hingehen. Es geht einfach darum, was aus der gesamten Geschichte an sich so wird. Ich überlege, wie ich das hier mache. Ich glaube hier gar nicht Cobblestone, aber es einmal. Wo seht ihr YouTube an sich? Das frage ich mich auch. Ich stecke nämlich drin. Ich bin da... Eben weil ich einen eigenen Kanal habe und eine gewisse Reichweite habe, muss ich mir auch darüber Gedanken machen, wo wird das in Zukunft hingehen? Wird die Produktion einfach da enden oder, was heißt da enden, da hingehen vor allen Dingen? Wo, ich bin überlegen, drei Blöcke fallen, zwei, drei, hier noch eins. Wo einfach geguckt wird, und es wird jetzt schon geguckt, es wird nur nach Einschaltquoten geguckt im Normalfall. Weil, oder, was heißt, ist aber natürlich eigentlich, was bringt es hier? Auch an sich, wenn du als YouTuber irgendwas machst, was nicht geguckt wird. Das macht dir auch selbst keinen Spaß. Du kannst nicht mal Kommentare lesen oder sonst irgendwas. Das macht an dieser Stelle auch keinen Sinn. Es wird immer in irgendeiner Art und Weise geschaut, was kommt gut an, was ist interessant, das kann man weitermachen. Und dann macht es einem auch selbst sehr Spaß. Irgendwie so das YouTube-Phänomen. Das YouTube-Phänomen sagt einfach, man macht das, was selbst einfach am besten ankommt. YouTube ist, ich sehe das eigentlich fast, es ist einfach wie ein Spiel, wo man was erreichen möchte. Und genauso wie wenn du irgendeinen MMO oder so zockst und dein Gold auf der Bank sind in dem Fall halt die Abonnenten, weil das irgendwie das Statussymbol ist. Es ist einfach so. Und das ist bei jedem anderen YouTuber genauso. Und auch du, wenn du einen eigenen Kanal hättest, du würdest wollen, dass der möglichst viele Abonnenten hatte, oder? Würde ich schon sagen. Also wenn du jetzt mal so überlegst, stell mal vor, du hast einen Kanal, der hat 5 Abonnenten. Was wäre denn besser? Klar, du würdest dir wünschen, dass es mehr sind. Es ist so, es ist überall so. Ich freue mich auch, wenn ich mehr zum Beispiel noch hätte. Auch wenn es schon recht viele sind. Aber so ist es halt, wie YouTube als System funktioniert. Und YouTube macht halt clever. Größtenteils. Es lässt halt die Content-Produzenten für sich arbeiten. Es greift ja einen Teil von dem ganzen Umsatz der Zielfeld ab, ist klar. Gar nicht mal so ein kleiner Teil übrigens. Und da ist gerade jemand ins Zimmer gekommen und ich musste mich muten. Moment, jetzt bin ich wieder komplett aus dem Thema raus. Das passiert ab und zu mal. Das hatten wir auch schon vor einem halben Jahr. Ich kann nie vernünftig aufnehmen, ohne dass jemand ins Zimmer kommt. Wenn ich es tagsüber mache, also muss ich mal nachts aufnehmen. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, YouTube verdient auch einen gewissen Teil daran. Und es ist so ein System. Keine Ahnung, für Videoproduzenten ist es eigentlich für alle immer so vorteilhaft und dann. Aber das Problem ist die Entwicklung, wo es hingeht, weil das wird in einer gewissen Art und Weise in eine Richtung gehen, wo es dann einfach beim Fernsehen endet. Ich kann mir vorstellen, weil, pass auf, Livestreaming wird ja auch oder soll ja eingeführt werden, es ist teilweise schon eingeführt, das Hangout-Zeug, aber es soll noch eine andere Livestream-Möglichkeit irgendwie geben, die in Deutschland noch gar nicht freigeschaltet ist, sowas in der Art. Und es wird nicht lange warten, bis solche Sachen wie Live-Shows unter anderem regelmäßig starten, denke ich mal. Es wird in Zukunft auch kommen. Klar, es ist, man guckt sich es vielleicht gerne an, aber im Fernsehen ist es ja so, es wird immer so viel Zeit irgendwas gefüllt, weil es sind immer wieder Leute da, die irgendwas gucken wollen. So, sagst du halt ein Format oder irgendwas und dann, ja, was machst du nun?
Also in dem Sinne, dass halt genug, keine Ahnung, du kannst ja nicht rund um die Uhr einen dasselbe machen. Du brauchst Abwechslung, du suchst neue Ideen und wenn man zwanghaft Ideen sucht, dann wird's kacke. Das ist wie wenn du ein Buch schreibst, was gut angekommen ist, und dann einen zweiten Teil schreibst oder einen Film hast. Der erste Teil ist gut, der zweite Teil ist ja meistens immer mies. Weil der zweite Teil von einem Film meistens irgendwie so erzwungen wurde und hat gesehen, okay, das war jetzt hier Teil 1, der ist gut angekommen, wir möchten mal wieder was Besseres machen uns. Dann wird's eben kacke. Weil es etwas so erzwungen ist und nicht so aus einer spontanen Idee entstanden ist, die das Ganze zu was Qualitativem macht. Deshalb sind auch immer Bücher zum Beispiel im zweiten Teil mies. Also finde ich jedenfalls dann ab und zu mal, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie es war. Wie es ist. Dementsprechend dann am Ende. Und auch hier würde ich ganz kurz überlegen, boah, ich komme nicht klar mit den Treppen. Ich muss immer so zweigeteilt denken, dies, das Thema und dann... Warte mal. So, ich liege an dieser Stelle. Müssen wir eigentlich hier so eine Treppe machen? Nein? Was war denn der Art? Ich weiß es nicht. Ja. Naja, das passt nicht. Das passt vorne hinten nicht. Nee. Ja, ja. Fehlt nur noch die Geschichte, dass Webvideos oder YouTube allgemein nochmal vom Fernsehen akzeptiert wird. Wird es nämlich allgemein noch nicht, soweit ich weiß. In dem Sinne, dass es irgendwie wertgeschätzt wird. Man muss sich halt vorstellen, es ist schon eine gewisse Reichweite, die allgemein auf YouTube ist. Teilweise mehr als im Fernsehen. Und das ist aber auch schon wieder so diesen Das-Talk. Da kann man sich jetzt zu Tode reden, ohne dass es groß was zur Sache tut. Ja. Gerade überlegen, wie man hier noch versucht, das irgendwie unterzubringen hier auch, vor allem an dieser Stelle, dass man ja irgendwie angenehm runter kann. Wenn man hier runtergelatscht ist. Hier oben kann man Bäume setzen mal so. Dann hier dieses kleine Haus hat, wo hinten an die heißen Quellen sind. Ich brauche Holz. Ich sehe schon, ich brauche Holz. Vielleicht hilft es erstmal einen Grundriss hier unten zu machen. Kann ich gleich holen, wenn ich zurückgehe. Dam. Ich stecke nochmal mit Erde ein bisschen zu, einfach, dann weiß ich, wo die Erde hin kann. Ich habe eh zu viel davon. Ups. Und dann geht das irgendwie. Tja. So ist halt die Lage. Was sagt ihr dazu? Schaut ihr noch Videos aus Playlisten? Oder schaut ihr immer nur das Allerneueste, was irgendwo kommt? Das ist nämlich irgendwie, keine Ahnung, wenn das gefällt, gucke ich auch die älteren Videos davon an. Dazu gibt es ja eine Playliste. Terraforming betreiben. Äußerst interessanter Sonnenuntergang, den ich gerade verpasst habe. Ups. Ich gehe mal kurz zurück, nur um mich pennen. Und dann... Ja, gucken wir mal, was der neue Tag uns bringt. Ich muss echt mal überlegen, wie ich das so mache. Sehe ich gleich. Und wie gesagt, das sind mal Lampen. Die glühen wenigstens. Das Schwert auch so glowy? Das Schwert ist genauso glowy. Ich weiterlaufe nicht mehr, nur an dieser Stelle. Hey. Light Detector. Oder auch nicht. Egal, ich habe mich pennen. Und ich glaube, ich mache mal einen Cut. Ich weiß nicht, das passt, denke ich, einigermaßen. War ganz gut, wenn man im Bett dicken pennt. Ich überlege mal, wie wir genau das weiterbauen werden. Und ansonsten... Ich kann auch hinlaufen schnell, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, ich habe eigentlich so viel zu überreden manchmal. Explodiert der Kopf vor Gedanken. Ich kann meistens immer nie einpennen, weil ich an so viel Zeug denke. Wie ist denn das? Morgens kommst du ja aus dem Bett, weil du am liebsten pennen willst. Und abends kannst du dann einpennen, weil dein Kopf explodiert. Boah. Stell ich mal so hin. Das ist mir jetzt angenehm. Ich hoffe, dass mit den Stufen oder Treppen hier geht allgemein. Ja, soll gehen. Ansonsten sieht man sich demnächst. Und tschüss.